Peter Bohl. Ich bin Direktkandidat für Die Linke hier zu den Wahlen zum Abgeordnetenhaus am 18. September. Ich bin seit 34 Jahren Mitbewohner, Nachbar in diesem Stadtteil. Moabit und Wedding sind für mich über Jahrzehnte zur Heimat geworden. Ich fühle mich sehr wohl, habe die Veränderungen über die Jahre und Jahrzehnte sehr bewusst zur Kenntnis genommen und mag die Vielfalt dieses Stadtteils. Die Buntheit, die Menschen unterschiedlichster Herkunft, die Möglichkeiten hier einzukaufen, günstig wohnen zu können, alles das sind Qualitäten dieses Stadtteils. Parallel dazu gibt es aber auch Probleme in diesem Stadtteil, die mit dieser Vielfalt zusammenhängen. Zum Beispiel, dass die Einkommenssituation der meisten Menschen so ist, dass sie sich die steigenden Mieten nicht leisten können. Die Aufwertung der Innenstadt wird für viele hier zum Problem werden. Das könnte zur Folge haben, dass Menschen von Verdrängung bedroht werden, zum Beispiel durch die steigenden Mieten, aber auch dadurch, dass die Aufwertung des Stadtteils durch Boutiquen, Läden, Einkaufsmöglichkeiten, die nur für die Wohlhabenderen attraktiv sind, das sind Tendenzen, die diesem Stadtteil eher schaden könnten. Ich setze mich dafür ein, dass die Vielfalt allerdings geschützt bleibt, dass auch Menschen mit geringem Einkommen hier ihre Heimat behalten können und mit zur Buntheit des Wedding beitragen können. Wie sehen Sie denn die Möglichkeiten? Welche Hebel könnten Sie ansetzen, um das zu gewährleisten, dass die Leute hier nicht vertrieben werden aufgrund von diesem Verdrängungsmechanismus? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man die kulturelle Vielfalt wertschätzt, dass man also auch eine Kulturförderung ermöglicht, die nicht darauf basiert, dass alles über Privatbesitz und den Verkauf teurer Eintrittskarten finanzierbar ist, sondern auch durch eine angemessene Förderung von Initiativen, die hier im Stadtteil verankert sind. Außerdem muss dafür gesorgt werden, dass ein Wohnungsangebot, welches nicht der Spekulation preisgegeben ist, dafür sorgt, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, hier zu sein. Das sehe ich nur über die Möglichkeit, dass städtische Wohnungsbaugesellschaften dieses Wohnungsangebot sicherstellen. Das Land hat dafür Sorge zu tragen, dass Wohnungsbaugesellschaften neuen Wohnraum schaffen können oder auch, so wie andere Investoren auf dem Markt Mietshäuser kaufen, die dann ein niedriges Mietniveau garantieren helfen für die Bürger.